gerade super schöne Lichtstimmung. Ist noch eine Weile hell. Es beginnt aber schon so langsam diese ja, bei uns in der Gegend heißt es Einachte. Also wenn es einnachtet, es langsam Nacht zu werden beginnt. Das ist so eine besondere Stimmung. Da bin ich enorm gerne im Wald. Das ist so die Zeit, wo ich am allerliebsten rausgehe. Weshalb es mir auch so häufig dunkel wird bei den Videos. Weil ich gehe ja immer dann raus, wenn das so langsam losgeht. Dann kann es mich nicht mehr daheim, dann hält mich nichts daheim. Dann muss ich raus und noch eine Runde spazieren gehen. Wenn ich an dem Tag nicht sowieso schon ganz viel draußen war, dann nicht. Aber ansonsten muss das dann sein. Und toll, ja, wirklich schöne Lichtstimmung. Ich glaube, da versagt ein bisschen die Kamera, wenn man das direkt ins Gegenlicht hält. Aber auch nur, dass ihr so einen groben Eindruck bekommt, was für eine Lichtstimmung wir jetzt gerade haben. Und das noch mit ein bisschen Schnee, ist natürlich schön. Gut. Scheiße, ich war jetzt mit der Kamera gefühlte 10 Sekunden zu langsam oder was. Heieieiei. Also so gut habe ich selten so einen großen Keiler mal gesehen. Und der war wirklich, ja. Da muss man sich richtig in Erinnerung rufen, dass man selber derjenige ist, der immer erzählt, dass Wildschweine nicht gefährlich sind. Ja, aber die waren hochflüchtend. Die haben mitbekommen, dass ich hier komme und weg waren sie. Ich habe sie zwar noch gesehen, aber von Gefahr kann da keine Rede gewesen sein. Aber das war ein Brummer, der Vorderste da. Hoi. Da könnte man fast mal den örtlichen Jäger fragen, ob der den zufällig kennt. Den entsprechenden Keiler. So große Viecher, die sind meistens namentlich bekannt bei den entsprechenden Jagdausübungsberechtigten. Cool, sehr cool, toll, da freue ich mich jetzt richtig. Hätte ich den jetzt noch auf die Kamera gekriegt? Naja, man kann nicht alles haben. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Thema heute, weil es so viel diskutiert worden ist unter dem Video von letzter Woche, die Sache mit dem Jäger, der uns nicht vom Waldweg runterlassen wollte, dem Fallbeispiel. Ist, darf man denn im Wald Bogen und Armbrust schießen, beziehungsweise darf man Bogen und Armbrust führen? Das ist durchaus ein vielschichtiges Problem, weil man da diverse Gesetze zu beachten muss. Jetzt muss ich sagen, ein Video dazu gibt es zwar noch nicht, deshalb ist meins dann schon neu, aber es gibt einen hervorragenden Blogartikel von bogenblog.de, glaube ich, verlinke ich euch mal. Das, was ich zu sagen habe, ist tatsächlich mehr oder weniger genau dasselbe, was da drin steht. Wer also keine Lust hat, mir zuzuhören und lieber liest, der kann das da also auch wunderbar nachlesen. Ich habe da nur wenig zu ergänzen. Ich mache es trotzdem. Folgendes. Erstmal müssen wir klären, ist ein Bogen eine Waffe? Nö, ist er nicht. Steht sogar so im Waffengesetz, weil um eine Waffe zu sein, müsste man die Energie speichern können, die man da aufbaut durch das Spannen des Bogens. Kann man aber nicht. Bei einer Armbrust hingegen schon. Deshalb ist eine Armbrust eine Waffe, ein Bogen nicht. So, zum Thema Armbrust, damit wir das kurz abgehandelt haben. Die ist zwar eine Waffe, die darf man aber trotzdem theoretisch führen. Man darf also auch im Wald mit einer Armbrust rumrennen. Theoretisch. Kommen wir nachher noch dazu, inwiefern das praktisch eine gute Idee ist. Weil die wird in den Anhängen vom Waffengesetz speziell nochmal aufgeführt, dass sie trotzdem frei führbar ist, obwohl es sich um eine Waffe handelt. Warum das so ist, weiß der Geier. Jedenfalls ist es so und ich will nicht allzu sehr jetzt rumspekulieren, warum das so sein könnte. Gut. Einen Bogen dürfen wir sowieso führen, weil der ist nach Definition tatsächlich ein Sportgerät. Und es ist wurscht, was für ein Bogen. Zumindest für die Definition, dass es sich um ein Sportgerät handelt, ist es tatsächlich wurscht, was für ein Bogen. Später, wenn wir noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, für die Frage, ob wir im Wald Bogen schießen dürfen, ist es nicht mehr wurscht, um was für einen Bogen es sich handelt. So, und zwar... Wo darf man Sportgeräte benutzen? Ja, generell eigentlich überall in der freien Landschaft, wo man durch die Verwendung des Sportgeräts halt niemandem auf die Nerven geht oder niemandem schadet. Sprich, wo darf man Fahrrad fahren, wo darf man Fußball spielen? Alles theoretisch durchaus auch im Wald. So, wobei Fahrradfahren ja schon wieder
unter Umständen sogar eingeschränkt sein kann. Am einem Wald dürfte man theoretisch Fußball spielen, man darf auch eine Frisbee im Wald werfen, man darf ja den Wald bekanntlich zum Zwecke der Erholung betreten, und da Sport definitiv als Erholung zählt, kann man das jetzt schon wahrscheinlich so auslegen, dass der Bogensport, der Erholung dient, auch im Walde, der zu Erholungszwecken zu betreten ist, erlaubt ist. So, aber, großes Aber. Genau genommen sind es zwei Abers. Es ist einmal das Aber, dass man bei egal welcher Handlung man so durchführt als Mensch in Deutschland niemand anderen gefährden darf. Sei das jetzt nun absichtlich oder fahrlässig, darf man nicht. Und wenn man es doch tut und dabei ein Schaden entsteht, dann muss man für den haften. Es ist also generell empfohlen, dass man, wenn man mit irgendwelchen spitzen Gegenständen um sich schießt, vielleicht eine entsprechende Versicherung abschließt, dass man mit spitzen Gegenständen um sich schießen darf, falls es so eine Versicherung geben sollte, die einem das generell einfach mal im Wald erlaubt. Das wage ich zu bezweifeln. Aber theoretisch wäre das ja vielleicht eine Möglichkeit. Das heißt es also, wenn man eben vorhat, mit spitzen Gegenständen um sich zu schießen, was per se eine Tätigkeit ist, die halt eben möglicherweise nicht ganz ungefährlich ist, sollte jemand eben mit diesen spitzen Gegenständen, die da hochbeschleunigt durch die Gegend sausen, in Berührung kommt, dann tut das dem weh. So. Und deswegen sollte man das vermeiden. Soll heißen, wenn man also tatsächlich irgendwo draußen Bogen schießt, dann muss man entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass man dabei niemanden trifft, den man nicht auch treffen will. Ich weiß nicht, ob diese Aussage ganz politisch korrekt war. Also auf gut Deutsch, man braucht halt irgendein Ziel, das man nicht beschädigen kann, dadurch, dass man es trifft. Zum Beispiel wirft man sich einen Sandsack in den Wald, meinetwegen. Und dann muss man aber noch sicher gehen, dass um diesen Sandsack drumherum in einem großen Abstand, da sagt man so etwa 15 Meter in jede Richtung, je nachdem aus welcher Entfernung man schießt natürlich und je nachdem mit was für einem Bogen, sollte halt nichts anderes sein, was irgendwie gefährdet ist durch einen potenziell landenden Pfeil. Das Problem ist jetzt, dass man das im Wald nicht so richtig gewährleisten kann, weil da stehen ja Bäume und die Bäume gehören jemand. Und theoretisch wäre es möglich, dass eine Pfeilspitze so tief in den Baum eindringt, dass man sie so nicht mehr rausbekommt. Dann müsste man sie entweder rauspopeln unter Zuhilfenahme von irgendeinem Messer oder ähnlichem und würde dann eine Wunde am Baum hinterlassen, durch die dann möglicherweise ein Pilz eindringen könnte, und dann hätte man einen Schaden angerichtet und dann müsste man theoretisch den Schadensersatz dafür irgendwo zahlen. Und bei einem ganzen Baum kann das, je nachdem wie man das dann berechnet, das streitet sich übrigens die Wissenschaft sehr, wie man sowas überhaupt berechnet, was dann da genau zu bezahlen ist, ein Wertverlust, den der Baum dadurch weniger wert ist oder gleich der komplette Wert des ganzen Baumes, weil man ihn überhaupt nicht mehr verkaufen kann. Na, da gibt es diverse Streitereien, was da zu berechnen wäre. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, der Baum ist ein bisschen weniger wert, wird eine Wertklasse runtergestuft und dann sind wir dabei für den ganzen Baum roundabout 250 Euro vielleicht. Vielleicht, wenn es ein wertvoller Baum gewesen ist. Wenn es eh schon Schrott war, dann ist es eh nicht so wichtig. Aber ja, ich schmeiße halt einfach mal diese Zahl jetzt mal so in den Raum. So, dramatischer wäre es, wenn wir jetzt aus Versehen einen Mistkäfer mit unserem Pfeil erlegen. Weil wir dürfen keinen Mistkäfer erlegen, ohne dafür einen guten Grund nachweisen zu können. Zum Beispiel, weil wir Zoologe sind und eine Sammlung von Mistkäfern anlegen, aus wissenschaftlichen Gründen beispielsweise. Wenn wir das nicht sind, dürfen wir keinen Mistkäfer mit einem Pfeil erlegen. Im Übrigen, einen Mistkäfer mit einem Pfeil erlegen, da ist ja nicht mehr viel von Mistkäfer übrig, wäre also auch wissenschaftlich schwer zu erklären. Noch schlimmer wäre es, wenn wir, das ist in dem Bogenblock als Beispiel genannt, eine geschützte Tierart aus Versehen erlegen. Zum Beispiel einen Feuersalamander. Das wäre dann schlecht, weil das kann dann richtig, richtig teuer werden. Wenn man geschützte Tiere tötet, sei es auch nur durch grobe Fahrlässigkeit, weil man unbedingt den Wald Bogen schießen wollte, das ist unter Umständen ganz schön böse. Gut, also das wäre eben diese eine Sache, ne? Man muss, wenn man schon im Wald Bogen schießt, absolut sicher sein können, dass man dabei nichts kaputt macht. Eigentlich. Eigentlich, ne?
Also wenn dann jetzt irgendwo wirklich mitten im Wald, mitten nirgendwo, ein paar Veilchen über 10 Meter auf irgendeinen toten Baumstumpf schießt und halbwegs sicher sein kann, dass jetzt hinter den Bäumen, die im weiteren Umkreis stehen, jetzt nicht sofort irgendwie irgendjemand, den man nicht töten möchte, hervorspringt. Und das Ganze dann vielleicht auch noch mit einem relativ schwachen Bogen tut, also irgendwie so ein 20 Pfund Anfängerding. Dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man da wirklich auf den Deckel bekommt für sowas. Also praktisch. Rein rechtlich gesehen, vielleicht rein juristisch gesehen, möglicherweise halt eben doch. Aber da muss man schon so ein bisschen zwischen Theorie und Praxis unterscheiden. Gut, größeres Problem sehe ich eher darin, dass ein Bogen zwar juristisch gesehen keine Waffe ist, dass das dem am Jagdrecht aber scheißegal ist, ob ein Bogen juristisch gesehen eine Waffe ist oder nicht, wenn man mit einem Bogen, einem traditionellen Jagdgerät, wahrscheinlich dem traditionellen Jagdgerät schlechthin, mal abgesehen vom Speer, abseits der Wege zur Jagd ausgerüstet angetroffen wird. Weiß gerade nicht, welcher Paragraph das ist, in den meisten Landeswaldgesetzen steht es so drin. Dann darf einem dieser Bogen abgenommen werden und man kriegt unter Umständen eine Anzeige wegen dem Versuch der Wilderei. So. Und das ist dann überhaupt nicht lustig. Und jetzt die Theorie. Wie kann man jetzt also vermeiden, dass der Jäger, der einen mit einem Bogen antrifft, denkt, man wäre mit dem jetzt wildernd unterwegs? Erstens, man sollte einfach irgendwie eine Zielscheibe vielleicht sogar dabei haben. Dass man also nachweisen kann, aber guck doch mal, hier habe ich so einen Sack, den werfe ich mir da jetzt da vorne in den Wald und dann schieße ich auf diesen Sack. Zum Beispiel so ein Sack mit Lumpen, Sack mit Sägemehl, Sandsack theoretisch auch. Der ist halt natürlich schwerer, wenn man den ganzen Wald schleifen möchte, aber theoretisch wäre das alles eine Möglichkeit. Das ist sicherlich was, was zur Deeskalation beiträgt. Und dann ist es noch wichtig, dass dieser Bogen, den man da dabei hat, vielleicht halt nicht unbedingt irgend so ein Compound-Schieß-mich-tot-ultimativ-mega-geil-Bogen, der in Amiland zum Jagen tatsächlich verwendet wird, ist, sondern vielleicht das Modell Haselast, den man mit den Kindern zusammen gebastelt hat. Das wäre sicherlich auch kein Problem. Da wird kein Jäger, der auch nur ansatzweise über gesunden Menschenverstand verfügt. Und auch wenn manche Leute das vielleicht anders sehen, ich denke, das ist bei 99% aller Jägern trotzdem noch der Fall, wird einem da nicht einen Strick draus drehen wollen, wenn man mit so einem Selbstbau-Kinderbogen in Anführungszeichen ein bisschen im Wald rumschießt, weil man Spaß dran hat. Gleiches gilt dann natürlich noch für günstigere, kaufbare Bögen, die jetzt auch nicht unbedingt, keine Ahnung, 60 Pfund Zuggewicht haben. Generell überhaupt ein Langbogen, also ein traditioneller, der ohne irgendwelche technischen Spielereien auskommt, die ihn zu einem hocheffizienten Bogen machen. Ich glaube, alles nicht so dramatisch. Außerdem gilt natürlich, dass es auch dann besser, einen relativ schwachen Bogen zu verwenden, weil man dann natürlich auch besser abschätzen kann, wo könnte denn der Pfeil potenziell hinfliegen, weil halt eben so ein Selbstbau-Haselstockbogen keine Reichweite von 300 Metern hat. Hat er halt einfach nicht. Und es wäre jetzt wirklich Blödsinn, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt muss ich den Wald im 1 Kilometer weit absperren und genau wissen, was 1 Kilometer weit passiert, muss mir 5 Sicherheitsposten noch überall aufstellen, weil ich mit einem selbstgebauten Haselbogen, der vielleicht eine Reichweite von effektiv 20 Metern oder irgendwie sowas hat, mal ein paar Pfeile verschießen möchte. Ja, glaube ich nicht. Gut. Und wichtig, Thema Pfeile, ganz, ganz wichtig, wäre dann noch, was für eine Pfeilspitze man da verwendet. Und ich habe jetzt sogar mal nachgeschaut, diese Pfeilspitzen, die einfach nur eine Spitze sind, damit der Pfeil halt in einem Ziel ein bisschen stecken bleibt, weil es lustig aussieht und mehr Spaß macht, nennt man, glaube ich, Bullet-Form der Pfeilspitze. Dazu gibt es auch ebenfalls eine schöne PDF-Datei bei diesem Bogenblock, die werde ich euch auch mal verlinken, dann könnt ihr euch die auch gleich nochmal angucken. Es raschelt heute überall im Gebüsch, sind glaube ich viele Mäuschen unterwegs.
Und was man auf keinen Fall an Pfeilspitze dabei haben sollte, wären halt irgendwelche Jagdspitzen. Da gibt es so stumpfe Spitzen, die dafür gedacht sind, dass man zum Beispiel Karnickel damit erlegt. Die werden dann durch den Aufprall, durch den Schock quasi Gesamtsystemkollaps getötet. Weil wenn man die mit einem Broadhead, also einem Breitkopfpfeil, der ja zum Schneiden gedacht ist, der eine größere Schnittwunde hinterlassen soll, erlegt, dann hat man schon den halben Hasen unter Umständen zerteilt. Und das ist ja auch nicht unbedingt zielführend. Ja, aber trotzdem natürlich auch ein Broadhead Arrow, so ein Breitkopfpfeil, der tatsächlich zur Jagd eben gedacht ist. Das wäre halt auch was, wo man sich sofort verdächtig macht, ein Wilderer zu sein, wenn man sowas tatsächlich mit sich führt. Ja, also Fazit, wenn man dann wirklich mit dem Bogen im Walde rumrennt, sollte man halt einfach gucken, dass man nichts erschießt, was man nicht erschießen möchte. Schon wieder diese tolle Aussage. Das ist nicht politisch korrekt, böser Ben. Nichtsdestotrotz, das wäre, glaube ich, so der eine Punkt. Und der andere Punkt, dass man halt aufpasst, dass man wirklich nicht für einen Wilderer gehalten werden kann. Sicherlich ist es dann auch noch hilfreich, nicht unbedingt in Tarnklamotten rumzurennen zum Bogenschießen, sondern eher in rot, gelb, orange, so ein Zeug, ne? Also möglichst gut sichtbar, vielleicht sogar noch ein bisschen eine gewisse Soundkulisse dabei haben. Also wirklich nicht im geringsten irgendwie so rüberkommen, als wollte man jetzt hier irgendwas töten, sondern klar machen, dass man wirklich nur ein Sportschütze ist und jetzt rein zum Spaß und aus Konzentrationsförderungsgründen und weshalb auch immer man Bogenschießen mag, ist halt cool. Kann ich schon nachvollziehen, mache ich ja selber auch ganz gerne mal ein bisschen. Dass man nur deswegen halt im Walde ist. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel um den heißen Brei herumgeredet. Habe versucht, mich kurz zu fassen, aber wenn ich im Walde unterwegs bin, oh, da komme ich ins Labern. Man beachte die Sonne. Ah ja. Ja, doch, ein schöner Abend. Gut, dann macht's mal gut. Wenn jetzt der Keiler da wiederkommt und ihr nie wieder was von mir hört, dann hat er mich erwischt. Tschüss.